gibt es Ende der Demo-Woche. Ey, wir werden gegängelt, wir kriegen eine Auflage nach dem anderen, wir kriegen eine Sanktion nach dem anderen. Ich habe letztes Jahr 18 Kontrollen auf dem Betrieb gehabt. Wir müssen jedes Mal Tür und Tor öffnen für irgendwelche Bürokraten, die wo am Schreibtisch sitzen, nichts anderes will, Müll produzieren. Und dann muss man eine gute Miene dazu spielen. Meine Nerven sind vorbei. Ich habe 2 Kinder, die weitermachen wollen mit der Landwirtschaft. Ich werde mich wehren in Zukunft. Dann kommen wir hoch. Wir haben auch keine Angst mehr. Die soll ruhig kommen, wer will. Die sollen uns sanktionieren, die sollen noch weitermachen. Und wenn uns Deutschland, wenn Deutschland die Bauern, seine Bauern nicht mehr haben will. Wir Bauern ernährt jeder über 100 Menschen. Aber 100 Menschen können nicht einen Bauern ernähren. Das ist das Traurige. Dankeschön. Bis sie die Leute verarschen überhaupt. Die sollen sich echt einmal überlegen und ob sie das mit ihrem eigenen Gewissen verantworten können. Ich bin in der Kommunalpolitik tätig bei uns da. Also wenn ich die Leute so anlügen würde, ich würde mich schämen. Ich würde mich echt schämen, ich gehe dann immer in die Öffentlichkeit raus. Aber da mahnt man ja, man versteckt sich, schau es einmal her, wie viel Platz das die gemacht haben. Dass überhaupt kein Mensch hinkommen ist und seine Meinung offen zu einer sagen kann. Da sieht man doch schon, welches Vertrauen. Ich habe keine Angst vor den Leuten. Ich rede mit jedem und mit mir kann jeder reden. Aber unsere Herren und Damen Politiker, die verstecken sich hinter Zäunen und Barrikaden, dass kein Mensch mit ihnen reden kann. Da sieht man doch schon die Bürgernähe. Ich hoffe, dass die Blase, wo sie drin leben, dass sie irgendwann vielleicht einmal einen Riss kriegt. Politikerhaftung ist ein gutes Thema. Wir produzieren, wir haben Legehennen, wir produzieren Eier. Ich habe eine erweiterte Produkthaftung. Wir tun dann große Bäckereien auch liefern. Wenn da jetzt irgendwas von meinen Eiern kommen würde, die müssen ihr ganzes Zeug zurückrufen, muss ich haften. Bis aufs Letzte. Mein letztes Hemd, Unterhosen, alles ist weg. Weil ich habe keine GmbH, Landwirtschaft geht nicht als GmbH zum größten Teil. Wir haften mit unserem Privatvermögen. Wo ist die Haftung für einen Politiker, wenn der unser Geld verprasst? Wir haben einen Haushalt so groß, wie es noch nie gegeben hat in der Bundesrepublik Deutschland. Aber wir geben das Geld aus. Ich zahle Steuern, ich zahle viel Steuern. Ich zahle gerne Steuern, aber ich sehe nicht ein, was mit dem Geld macht wird im Moment. Das kann nicht sein, dass man überall in der Welt ist Geld da, aber für die eigenen Leute, für die Rentner und für die Dinge. Wir waren am Donnerstag in Nürnberg auf Demonstrieren, sind mit der Schlepper reingefahren, ich bin Franke. Die ganzen älteren Leute waren alle dort gestanden, Daumen hoch, gewunken. Unsere Jungen, die haben ihr Ohrenstöpsel drin, hören irgendwelches Gesäusel. Die laufen so durch die Welt. Die kriegen gar nicht mit, was abgeht in unserer Welt. Die werden schon dumm gezogen, vom Kindergarten an bis über die Schule, bis in den Job rein. Die Leute haben doch, die haben jegliche Bodenhaftung verloren. Die haben keinen, ich weiß gar nicht, die wissen nicht, wo ihr Nahrungsmittel herkommt, die wissen nichts. Luft, Wasser, Nahrungsmittel und ein bisschen Liebe ist das Einzige, was ein Mensch braucht. Alles andere ist, wir können da am Boden schlafen, macht uns alles nichts aus. Aber wenn wir nichts zu essen haben, das halten wir ein Bodenhaus, dann sind wir weg. Und das begreifen die Leute nicht, mit was sie spielen. Wir haben Medikamente, waren letztes Jahr weg. Klopapier, Corona, da darf ich gar nicht mehr dran denken. Da ist ein Aufschau drum gemacht worden, was passiert, wenn am ersten Tag einmal die Nahrungsmittel oder ziemlich zu Neige gehen. Dann haben wir Hamsterkäufe, die Leute erschlagen sich welche an Glas Gurken oder sonst so was. Oder nicht? Bürgerkrieg, ganz genau. Und da zündelt man mit und spielt mit. Nur, ich sag's jetzt auch, die Dieselrückvergütung und die Kfz-Steuer, zum Teil hätte man es ja schlucken können. Freilich, es tut weh, das geht ja von meinem Gewinn weg, wo meine Familie davon erlebt, wo 2 Generationen schaffen drin, wo aufgeteilt werden muss. Aber die größere Sauerei ist ja seit 2019 waren wir schon das erste Mal da in Berlin, haben schon demonstriert. Da ist das Agrarpaket gekommen. Und was ist passiert? Wir sind auf die Straße gegangen und nichts hat sich geändert. Gar nichts, oder? Hat sich irgendwas Null. Geändert? Gar nichts hat Null. In gar Bayern nicht. Hat man in Runden. Gegenteil, schlimmer geworden. Hat es den Gesetzentwurf gegeben, rette die Bienen. Das war ja ein Volksbegehren. Dann hat sich ja auch ein Herr Ministerpräsident mit den Grünen am runden Tisch gesetzt.
Dann ist diskutiert worden und dann ist am nächsten Tag das Gesetz so durchgegangen, ohne dass man einen Bürgerentscheid gemacht hat. In der Vorstufe quasi. Das war für mich damals der Grund, aus der CSU auszutreten, bin ich ganz ehrlich. Okay, das heißt, würden Sie direkte Demokratie so wie in der Schweiz propagieren? Ja, ja. Also wenn die Medien wer was arbeitet und was leistet, der soll auch wählen und soll bestimmen, wie es weitergeht. Das bin ich ganz ehrlich. Wer was zum Staat dazu trägt, dass der Staat existieren kann und dass das funktioniert, der soll auch wählen, wie es weitergeht, ist meine Meinung. Und ich wär stark dafür, dass jeder Politiker einen abgeschlossenen Beruf mit ein paar Jahren Praxis oder ein Studium hat, wo er irgendwo studiert hat mit einem Abschluss, dass er weniger Ahnung hat vom Leben. Nicht irgendwo von der Schulbank in den Kreis. Hey, wir haben es jetzt gesehen, heute früh habe ich kurz da im Hotel den Fernseher eingeschaltet, ist die BASF-Erbin, ich weiß jetzt gar nicht, guck mal. Die hat jetzt 25 Millionen geerbt, die will jetzt das hinstellen, die kann sich's leisten. Aber die sagt, jede Erbschaft gehört besteuert und zwar massiv besteuert. Wenn ich meinen Betrieb jetzt an meine Kinder weitergebe, wo will ich da dann irgendwo 40% Erbschaftssteuer zahlen oder was? Dann ist der Betrieb futsch. Ich kann mir von meinem Schlepper, ich kann mir von meinem Acker, ich kann mir von meinem Wald kein Stück runterbeißen. Das geht nicht. Und wenn ich dann die Steuer zahlen muss und ein Stück, da hat sie so schön, dann müssen halt die Betriebsleiter ihr Anteil verkaufen, dann sind sie halt nicht mehr im Chefsessel, dann sind sie halt nicht, ja, herzlichen Glückwunsch, willkommen in der DDR 2.0. Hier steht's drauf. Was steht da drauf? Können Sie mal vorlegen? Untergang der Landwirtschaft. Ja. Wir haben Landwirtschaft, Kohleausstieg, ja. Wir haben Atomkraft, E-Mobilität, wir haben das Heizungsgesetz, es wird der Landwirtschaft noch eine grüne Kappe übergezogen. Das ist der Untergang in der DDR gewesen und das ist heute wieder so. In Deutschland, jeder, der einen Traktor fährt, der ein Auto fährt oder einen LKW, der braucht für eine Zulassung den TÜV. Und wenn das Fahrzeug dem deutschen TÜV nicht entspricht, fährt es nicht auf unseren Straßen. Aber Lebensmittel liegen bei uns in den Regalen, die nicht den deutschen Standards oder Vorgaben entsprechen. Das ist das Traurige und das müssen wir ändern. Und wenn wir das hinbekommen, dann sind unsere Regale leer und wir haben wieder was verdient. Die gleichen Standards, genau. Genau. Es kann nicht sein, dass aus der Ukraine gerade Weizen oder Raps auch bei uns auf der Markt kommt. Unsere Märkte brechen zusammen. Wir haben Produktionskosten, da können wir nicht mehr mithalten. Höhere Standards bei Mindestlohn, Auflagen, Düngerpreise und. Und jetzt kommt Getreide auf den Markt. Wir haben vor Corona haben wir 19 Euro für einen Doppelzander Weizen bekommen. Heute sind es nur 18. Das geht nicht. Da können wir nicht mithalten. Polen hat sich nur noch als Transitland erklärt. Sie lassen Getreide durchfahren, aber nichts mehr abladen. So muss das bei uns auch kommen. Nicht nach unseren Standards produziert, auch nicht in Deutschland abgeladen, aus und fertig. Vielen Dank. Bitte. Wo kommst du her, wenn ich du sagen aus darf? Aus dem süddeutschen Raum, aus Baden-Württemberg. Wo genau? Obermarktal. Und bist du Landwirt? Ich bin Landwirt, ja, habe einen Schweinemarschbetrieb zu Hause. Und wie es weitergehen soll, wissen wir ja gar nicht. Mit den Auflagen. Wir konkurrieren mit Fleisch aus Spanien, aus Argentinien, aus Brasilien. Aus Namibia kommt Rindfleisch bei uns im Großhandel an. Da können wir nicht mithalten mit den Produktionsbedingungen. Das heißt eigentlich Deutschland zuerst. Germany first sozusagen. Also wirklich, Deutschland zuerst nach unseren Vorgaben produziert. Dann haben wir am Markt kein Problem, dann haben wir auch eine Chance. Wenn wir Betriebe hätten wie in der Industrie, dass wir abwandern können, wir hätten keinen Bauernsterben. Wir hätten eine Massenaufwanderung der Landwirtschaft. Die Industrie, die geht. Aber wir haben unsere Betriebe hier und unsere Flächen. Wir können nicht abwandern. Aber meinen Sie vielleicht, dass es eine Agenda ist? Also in Anführungszeichen, jetzt bin ich mal ein bisschen Verschwörungstheoretiker. WEF, die 15-Minuten-Städte und 17 Ziele von der UNO. Alles weist ja darauf hin, dass eigentlich die Bauern mehr und mehr gegeißelt werden. Wie sehen Sie das denn? Ja gut, wir werden schon seit Jahren gegeißelt. Und das Fass hat nur zum Überlaufen gebracht, der Diesel und die Kfz-Steuer. Wir werden schon seit Jahren gegeißelt. Wir haben weniger bekommen für unsere Zuschuss bei der Rentenversicherung, Zuschuss bei der Krankenversicherung, bei der BG. Überall wurde gekürzt bei unseren
Auszahlungen wurden gekürzt. Wir haben schon Millionen eingespart. Deutschland hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Das ist das Problem. Wir haben 900 Milliarden Einnahmen. Und das reicht nicht. Wir müssen wenig ausgeben. In andere Länder, ist ja klar. Erst unsere Landwirte oder unsere... Schauen Sie mal in unsere Gemeinden rein. Wir haben kein Geld mehr für Schulen, für Kindergärten, für die Straßen, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Wir haben für alle Geld, auch für uns nicht mehr. Das ist das Problem. Das ist das Schlimme, genau. Ja. Aber was kann man denn wählen? Also ich meine, die CSU hat der Herr ja gesagt, kann man nicht mehr wählen. AfD oder die Basis oder... Also je länger die Regierung, dann ist umso stärker wird die AfD. Das ist ja klar, das ist ein Problem. Wir brauchen einen Regierungswechsel, wo wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Und nicht zu viel Geld verteilt. Das ist das Problem. Also Sie sagen mehr. Wir brauchen keine AfD als oder Bürokratie. Genau, mehr Demokratie wie Bürokratie. Genau. So ist es. Also es wurde ja in den letzten Jahren auch wahnsinnig viel an der Bürokratie sozusagen neue Stellschrauben geschraubt. Ne? Also auch von der EU her. Scheinbar werden immer wieder neue Reglements gebracht. Wir müssen ja, bevor wir im Frühjahr auf der Acker fahren, müssen wir eine Düngebilanz erstellen und so weiter und so fort. Wer muss das in Europa oder die Länder, die uns zuliefern? Keiner. Nur wir. Und das sind Gängeleien. Wir wissen, wir können nicht so viele Dünger und nicht so viel Pflanzenschutz ausbringen. Sonst verdienen wir schon überhaupt nichts mehr. Aber... Also das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass die Nächsten, die drankommen, dass die wirklich auch erstmal Politiker haften und zweitens mal, dass wir wirklich einen Bürokratieabbau definitiv und zwar deutschlandweit. Und nicht nur bei den Bauern, sondern ich habe das ja bei den Ärzten schon gehört, bei vielen anderen Zweigen, auch Wirtschaftszweigen, dass eben diese Gängelung und der Bürokratie also ein geradezu wasserkopfmäßig ist. Ja, hier sind ja nicht nur Landwirte, hier sind ja Handwerker, hier sind Spediteure. Es geht ja jeder auf die Straße. Wir haben ja gewonnen. Was soll das? Wer will sich das erreichen? Wer will Geld reingehen? Wo will man es holen? Der Wilhelm guckt doch gerade zu. Du hast immer viele Grüße bestellt. Ja, mein Name ist Wolfgang. Von da! Guck, Wolfgang. Guck ist dann WUK einfach. Ja? Alles klar, super, dankeschön. Wie viele Schweine hast du? 1900. 1900? Ja. Also für den Ostersee oder für die Weltbetriebe bin ich in Nebenerwerbslandwirt. In meiner Betriebsgröße. Aber es reicht ja. Also ich finde, soll ja sowieso eigentlich kleiner sein. Hat ja die Leonore Östrüm hat einen Wirtschaftspreis bekommen, also einen Wirtschaftsnobelpreis. Und die hat genau das gesagt, dass eher kleine, einzelne Regionen besser sind als von oben herab große. Also für die Natur, für alles. Bloß die Kleine haben ja die Chance nicht mehr. Der, wo 600, 700 Waschschweine hat, der muss nebenher zum Arbeiten gehen. Das könnte jetzt das Ziel sein von dem Ganzen. Ja. Der Nebenerwerbslandwirt, der geht unter. Ja. Der soll in der Firma seine Leistung bringen und er soll nebenher nur seinen tollen Betrieb umtreiben. Und dann soll er 365 Tage für seinen Betrieb da sein. Er hat ja Tiere auf dem Hof, die sind jeden Tag zu versorgen. Wenn er in Urlaub fährt, 6 oder 7 Tage, dann muss er mal schauen, wo ihm die Arbeit macht. Der hat keine 30 Tage Urlaub. Und wir sind ja nicht auf der Straße. Aber jetzt Aber haben wir schon wieder, der ist ja mit der Überraschung. Der ist gleich, ich will mir das vorstellen.
15. Januar 2024, Brandenburger Tor. Wer bist du? Ich bin der Alfred Winkler, Landwirt aus Mittelfranken. Wir haben einen Gemischbetrieb, Biogas, Legehennenhaltung, Baumutterkühe, ein bisschen Lohnunternehmen dabei, Ackerbau. Wo würdest du dich politisch verorten? Ich würde mich politisch in der Mitte einordnen. Es wird so immer, die Landwirtschaft wird im Moment immer mehr Richtung rechts gedrückt. Aber ich sage immer, es kommt darauf an, wo man die Mitte ansiedelt. Und wenn man die Mitte eins verschiebt, dann ist es, aber wir, ich habe noch nie einen Menschen was zuleide getan. Ich zahle meine Steuern in Deutschland. Ich bin im Gemeinderat bei uns tätig. Ich organisiere viele andere Sachen für LSV und so Geschichten. Bin auf vielen, vielen Demos dabei gewesen. Tue mich ehrenamtlich in allen Hand Sachen engagieren. Ich bin Mitte. Und fühlst du dich von einer bestimmten Partei repräsentiert im Augenblick? Eine Partei, die im Bundestag sitzt. Oder außerhalb des Bundestags. Es gibt ja viele Parteien in Deutschland, sehr viele. So richtig eigentlich von keiner Partei im Moment. Es ist sehr, sehr schwer, irgendwo zu finden. Es gibt ja Parteien, wo quasi mit denen nicht gesprochen wird. Die haben auch gute Sachen, aber da sind halt auch schlechte Dinge dabei. Die haben auch schon gegen die Landwirtschaft gestimmt. Für die Bauern hat im Moment meiner Meinung nach keiner so richtig was übrig. Du hast gerade mit dem Anthony Robert Lee gesprochen. Ja, ja. Der kandidiert für die Freien Wähler fürs Europaparlament. Kandidiert für die Freien Wähler, genau. Also ich habe für die Freien Wähler im Kreistag bei uns mit kandidiert und Ding. Und Freien Wähler sind wir eigentlich relativ nahe. Nur die Freien Wähler sind ja bei uns zu Hause, Bayern, sind sie ja mit in der Regierung. Bei euch da oben, wenn wir von den Freien Wählern gar nicht so viel hören. Ich sehe die Gefahr, dass man auf Bundesebene mit den Freien Wählern nicht genügend Stimmen zusammenbringen. Aber der Hubert Aiwanger kommt aus der Landwirtschaft. Aiwanger kommt aus der Landwirtschaft. Ja. Ist Landwirt, macht nur wegen Waldwirtschaft und so Geschichten. Ist ein Mann der Basis auf alle Fälle. Und Azubi Wilhelm Hartmann ist auch Freie Wähler. Ja. Also wir haben jetzt in den Freien Wählern schon einige Landwirte. Ja, ist auch bei uns in Bayern. Sie sehen mein Demoschild. Moment, einmal kurz. Kannst du es einmal vorlesen, dein Demoschild? Auf der einen Seite habe ich drauf, Berlin treibt uns in den Ruin. Ja. Und die andere Seite ist, es reicht. Moment. Und das sind... Es reicht. Okay. Das sind ehemalige Freie Wähler, Wahlplakate, die wir wieder eingesammelt haben. Und die habe ich jetzt recycelt quasi als Ding. So kann man recyceln im Endeffekt. So kann man aus Abfall wieder was Gutes machen. Also wie gesagt, Freie Wähler, ja. Wir müssen jetzt schauen, was sie daraus machen und wie sie dann im Endeffekt agieren. Wir haben ja unseren Umweltminister Glaube. Das Glaube, mit dem haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Vom Glaube bin ich ja wenig enttäuscht. Da haben wir die Sache mit den roten Gebieten, da sind wir ein paar Mal ganz schön... Ja, ja. Da sind wir ein paar Mal ganz schön vereiert worden. Und darum, es ist nicht gleich jede Partei, dass dann alle Politiker gleich gut sind. Ja. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Zeig nochmal einmal drehen das Schild. Recyceltes Freie Wähler Plakat. Nachhaltige Bauern. Wie war die Lindner-Rede für dich? Lindner-Rede war im Endeffekt für die Bauernfängerei. Er hat gesagt, es kommt jetzt scheibchenweise auf uns zu. Das ist ja im Endeffekt genauso schlimm, wie wenn sie es gleich machen würden. Ja. Das ist verlogen. Das ist, ich weiß gar nicht, mir finde, warte, ich sag's wieder, wie es ist. Es ist nur geredet worden. Es ist gesagt worden, wir müssen sparen. Wir müssen aber mal an andere Sachen aussparen. Der soll einmal die Frau Baerbock anketten, dass die nicht mehr im Ausland rumfliegt und überall das Geld lustig verteilt, dann bleibt vielleicht für uns auch wegen was übrig. Ey, ich bin echt wegen neben draußen im Moment. Enttäuscht? Nee, er hat meinen Erwartungen voll entsprochen. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber ist jetzt bei was rumgekommen bei der Demo? Noch nicht. Wir werden aber nicht locker lassen. Wir werden nächste Woche trotzdem auf der Straße sein. Ich hoffe, dass sich viele Leute mit uns solidarisieren mit den Bauern. Es geht ja schon lange nicht mehr nur noch um den Diesel. Es geht ja schon lange um andere Sachen. Um die Klötz, um die Stilllegung, um hirnrissige Auflagen, was wir untergeschoben kriegen. Darum geht es ja im Endeffekt.
Das ist ja nur der Tropfen, wo es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Und darum, wenn wir jetzt locker lassen, dann macht die Regierung so weiter, dann haben sie wieder Oberwasser. Die sollen halt einmal mit den Leuten reden, die sollen einmal rausgehen, sollen sich einmal mit Praktiker an den Tisch setzen, sollen sich einmal unterhalten, wie die Lage auf dem Betrieb ist. Einmal mit ganz normalen Leuten, mit mir oder mit irgendeinem Kollegen oder was, und nicht mit ihren Beratern. Die kriegen doch gar nichts mit, was die Leute draußen gibt. Was wir für Sorgen und Nöte haben, das wissen doch die gar nicht. Das kommt bei denen überhaupt nicht an. Und das ist das Problem. Die leben in ihrer Blase, abgeschirmt von der Außenwelt und bestimmen über uns auf dem platten Land draußen, was wir zu tun und zu lassen haben. Ja. Wir denken über Generationen. Die denken nach Perioden, nach Wahlperioden. Hoffentlich werden sie wieder gewählt oder hoffentlich kriegen sie Pensionen bis so hier oder sonst was. Das ist, ja. Wir fordern von der Politik Stärkung in die regionalen Küche.